Chat, ich habe außerhalb des Streams, habe ich ja letzte Woche gesagt, vielleicht werde ich irgendwie Jakob Esau außerhalb des Streams grinden, weil mich der Charakter so sehr abfuckt und ich dann hier onstream schlechte Laune bekomme und darauf habe ich keinen Bock. Also habe ich es versucht, außerhalb des Streams den Boss Rush zu machen, weil mit dem Boss Rush schaltet man bei ihm frei, dass man Rock Bottom hat. Ein sehr, sehr starkes Item, was in Secret-Räumen auftaucht. Und ich habe ihn gegrindet, wie ihr vielleicht seht, Winstreak minus 8. Ich habe sehr oft versucht, aber ich habe es geschafft. Der Boss Rush ist geschafft. Wir haben Rock Bottom freigeschaltet. Ich werde weiterhin ihn nicht im Stream spielen. Oder vielleicht irgendwann mal wieder doch, aber momentan eher nicht. Und wir arbeiten uns erstmal durch die anderen Charaktere wieder durch, Chat. Wir können mal wieder einen Keeper-Versuch machen. Mal gucken, was das wird. Und wenn es scheiße wird, mache ich keinen zweiten. Dann machen wir einen anderen Charakter. Ja, unser Ziel wird auf jeden Fall wieder sein, hier, Pimmelhausen, Digga! Wie heißt er? Der, ich habe seinen Namen wieder vergessen, ich bin gerade wieder bei Abaddon. König Abaddon! The Lamb! Ja, unser Ziel wird wieder The Lamb sein. Ich versuche unterwegs, den Schlüssel zu bekommen für... für Mega-Satan. Ne? Und dann Yalla Abfahrt. So. Was für ein geiles Item bekommen wir. Dieses Item wird entscheiden, wie ihr eure gleich Gamba machen werdet. Boah, krass. Rock Bottom! Schade. Sorry für den Schrei. Jetzt in jedem Secret-Raum wird jetzt geschrien nach Rock Bottom. Oh! Okay, Flieger hat sich gelohnt. Sie hat mich gerade perfekt verteidigt. Danke, Flieger. Bist die Beste. Okay, okay. Könnt ihr mir vielleicht einen geilen Penny der Bruder geben? Der Bruder. Bruder. Nee, ich behalte meine Bomben. Ich brauche meine Bomben für Rock Bottom. Für Secret-Räume. Oder wurde mittlerweile Rock Bottom irgendwie genervt, dass das Item gar nicht mehr so spaßig und geil ist? Ist noch geil. Okay, das Boss-Item wird gleich entscheiden, wie ihr eure Gamba machen werdet. Gibt es eine Regel, ob das, ob diese Podest, Secret Podest Items nur im Arschloch-Game, ob die nur im Dingens auftauchen können, im normalen Secret-Raum oder nur im Super-Secret-Raum? Gibt es irgendwie eine Regel? Oder Hauptsache Secret-Raum? Nur normal Secret. Okay, Tornfoto. Ein bisschen Tiers ab. Ja, ist doch ein solider Start-Chat. Ein Tiers abbekommen und eine defensive Fliege bekommen. Ist doch nett, oder? Rock Bottom early zu bekommen ist aber doch nicht so geil, oder? Wieso? Wie früher ist doch besser, oder? Der Bruder will so sehr Rock Bottom haben. Dabei kann er doch einfach Jacob und Huso spielen, wenn er ganz unten sein möchte. Ah, die Klappe. Scabona. Im Super Secret Room gibt es kein Item Pool, soweit ich weiß. Okay. So konzentriere ich meine Bomben auf den normalen Secret Raum. Für Rock Bottom! Ja! Also für diejenigen, die jetzt so nicht Isaac-affin sind und keine Ahnung haben, was Rock Bottom ist, ist ein Item, was nur im Secret-Room auftauchen kann, was ich jetzt freigeschaltet habe. Und das macht coole Dinge. Das
es ist ein bisschen weirdes Item, aber es macht halt quasi so, dass du keine Stat-Downs bekommen kannst, nur Stat-Ups. Und die Stat-Ups bleiben auch gespeichert. Also wenn ihr zum Beispiel eine Karte habt, die für einen Raum euren Damage boostet, dann würde dieser Damage geboostet für immer bleiben. Das heißt, wenn ihr dann 5 Karten davon findet, ist jedes Mal diese Karte quasi ein Damage-Up. Nicht für einen Raum, sondern für den ganzen Run. Für den ganzen Run. So ungefähr. Das ist ziemlich stark. Das ist nur eine Vereinfachung. Eigentlich ist das Item viel komplexer. Yeah, ich wollte jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber so ungefähr halt, ne? Secret Room! Okay, da ist es. Rock Bottom. Schade. Ah, wieso sammle ich Münzen? Ich bin ein Dummbatz, ne? Wir müssen Münzen sparen, die liegen lassen, damit ich vielleicht im Sacrifice Room mir die Schlüssel holen kann für den Engel. Für den Satan. Mega-Satan. Mega-Satanion. Einer der 3 Muskeltiere. Einfach Muskeltiere, lol. Seit wann sind die Tränen animiert? Was? Was? Okay, der ist schon der Boss. Wir haben es nicht eilig, ne? Wir gehen ganz entspannt nach dem goldenen Raum suchen. Haben sie sich gerade gegenseitig getötet? Hole Fieb. Ich habe die Gamba vergessen. Verdammt. Jetzt ist die Gamba spliced, weil ihr seht jetzt das Item schon, ne? Denkt dran, denkt einfach, ihr habt das Item nicht gesehen. So, Chat. Ja, das Item mit Rock Bottom wäre jetzt richtig geil, weil das Item boostet deinen Damage insane hoch, aber senkt deine Tiersrate. Und das würde theoretisch jetzt unseren Damage boosten, aber nicht unsere Tiersrate runtersenken. Das wäre mit Rock Bottom richtig geil. Aber hatte ich nicht. Ja, unser für die Gamba-Leute, ne, nochmal kurz Chat hier. Unser Ziel ist mal wieder The Lamp. Und ich versuche unterwegs irgendwie die Schlüssel zu bekommen, um Mega-Satan zu machen. Ich könnte noch in den Zaki-Zaki-Raumi. Der Trinket-Smelt, aber dafür muss ich ja meine Münze weglegen. Nee. Die Piggy-Bank. Ist die nicht geil, Chat? Auf dem Charakter? Ich habe keine Bomben. Ist sehr geil. Junge, der Damage. Junge, es hagelt bei dir sogar. Geil. Ja, wir haben hier eine Münze. Da rechts eine Münze und oben eine Münze. Und ich habe noch einen Nickel. Wenn da auch eine Münze rauskommt, dann haben wir 4 Münzen. Ich habe eine Bombe bekommen. Ich könnte den Automaten sprengen mit der Bombe. Dann haben wir definitiv genug Geld. Ja, was soll ich denn machen? Ja, was soll ich denn machen? Ich hasse Keeper!
Ein Run geht noch. Let's go. Dasselbe Ziel nochmal. Dasselbe Ziel nochmal. Dex Game. Entschuldigung. Ich liebe Isaac. Okay. Versteht mich nicht falsch. Isaac gibt, Isaac nimmt, ne? Chill mal ein bisschen. Chill du doch. Willst du dich schlagen oder was? Ich vergesse meine Münze. Chillung! Ich bin die Chillung in Person. Aber manchmal muss der angestaute Isaac mit einem gut geplanten, gut getimten Schrei kurz raus. Nein, würdest du mich auseinandernehmen. Ja, das Ding ist halt, ich habe früher Taekwondo gemacht, aber das ist schon ein paar Jahre her. Aber du bist halt ein Furry. Du gehst dann wahrscheinlich so auf alle Vieren oder so und fauchst mich an und greifst mit deinen Krallen an. Du hast Judo gemacht? Ja, okay, dann habe ich verloren. Du bist Furry und Judo. Du bist einfach Judo. Splitshot. Guter Startchat. Wie werfe ich den Run weg? Wo habe ich dich gemobbt? Dreckige Lüge. Ist hier der Secret Raum? Ich glaube nicht, ne? Da war unten, waren Steine, ne? Hier ist er auch nicht. Hey, wie beschissen ist der Secret Raum diesmal platziert? Splitshot ist schon geil, ja. Hier war der ja auch nicht, ne? Da waren Steine. Ne, hier ist er bestimmt, oder? Ich schau mal nochmal von links. Ja, hier ist er. Kartoschka. Ein Schlüssel. Den nehmen wir mit. Ich war in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich kann auch Zeugs. Was zum Beispiel? Bier trinken? Kann ich auch. Oi. Oi, Leute. Continuum. Jetzt kann ich durch die Wand schießen. Wow. Wow. Also an sich ein cooles. Also, cooler Start auf jeden Fall. Eine gute Basis. Continuum, Splitshot. Jetzt holen wir den Gulp Penny hier noch raus. Okay, der ist auch nicht schlecht. Wo ist der Gulp Penny? Kein Gulp Penny für mich. Ich habe noch 5 Bomben, hier ist er. Bestimmt gibt es irgendwie so eine Regel, zwei Items können in Vasen in einem Raum nicht drin sein oder so.
schade. Ist das eigentlich eine XXL-Ebene? Oder wieso gibt es hier so viele Räume? Ja, ich habe Devil Deal gerade, 100%. Exakt. Da ist ein Batterie-Item. Ich weiß nicht mehr, was das war. Lass mich mal kurz meine super intelligente, schlaue App rausholen auf meinem super tollen Handy. Battery Pack. Recharges Isaac's currently held active item and drops... Nee. Also droppt einfach nur direkt ein paar Batterien und so ist... Nicht worth, würde ich sagen. Nicht wert. Ja, lass alles mitnehmen und dann auf geht's zum Boss, wa? Wir können mal in den Zacki-Zacki-Raum reinschauen, ne? Welche Folge One Piece bist du? 771, glaube ich. Müsste 71 oder 72? Okay, noch mehr Geld. Junge, erste Ebene, 36 Münzen. Rattenerd, Dankeschön für 20 Monate. Und Zorux vorhin, SSB, Dankeschön für 5 Monate. Wie lange bleibt das neue Video ein neues Video, bis du es gesehen hast und ein Like gegeben hast? Eine Bombe habe ich noch, die behalte ich. Zwei Bomben habe ich noch, die behalte ich. So, das wollte ich sagen. Was war hier für eine Kiste? Genau, hierfür behalten wir eine Bombe. Oh. Tears up. Ich habe dir schon gestern gesagt, dass ich es, dass es sehr ein Video ist, Mann. Ja, aber hast du das sehr Video auch geliked? Ich habe vor kurzem mit One Piece angefangen. Ist auch ganz nett. Ja, er macht nur die halbe Sache. Gönnt ihr das volle Erlebnis? Das volle Erlebnis ist richtig geil. Ich hatte gestern Abend eine Folge gehabt. Junge, die war so leer und nichts aussagend. Die sind auf so ein Vieh geritten. Und dann kamen so scheiß Bienen. Und jeder von denen hat einfach, also so ganz random, kam einfach aus dem Nichts so scheiß Bienen. So, die haben irgendwie auch zum Plot nichts dazu beigetragen. Es kam einfach random Bienen. Und jeder hat dann irgendwelche Angriffe gemacht, damit die Bienen so weg sind, ein paar Minuten lang. Rafi seine Fäuste. Frankie hat dann Flammenwerfer gemacht oder so. Lissab hat dann sein Ding geschossen. Und dann waren alle Bienen tot. Und dann hat Brooke einen Song gemacht, der nur aus zwei Sätzen besteht. Und diese zwei Sätze er immer und immer und immer und immer und immer wiederholt. Irgendwie 4 Minuten lang oder so. Und dann war die Folge so gut wie zu Ende. Es ist einfach literally nichts passiert in dieser Folge. Und Leute so, ja, One Piece hat keine Filler-Folgen. Das ist alles canon und wichtig. Ja, das war super wichtig. Kannst du mir die Nummer sagen der Folge? Die waren irgendwo auf dem Weg. Ich glaube, die waren auf dem Weg zu Raizu oder so. Und der Weg war das. Wie so Bienen kommen und die dann einfach singen. Ist nicht jede Folge 10 Minuten? Ja, also die Folgen beginnen immer so bei 6 Minuten. Du hast immer das Intro irgendwie 2 Minuten lang, dann kommt die Recap 3 Minuten lang oder 4 Minuten lang und dann geht die Folge los.
Also du kannst anfangs bei One Piece immer so auf 5-6 Minuten skippen, dann geht das los. Und dann, wenn es angefangen hat, dann kommt auch nochmal kurz dieselbe Ansprache, die schon beim letzten Mal passiert ist, nochmal. Und dann geht's los. Also das Pacing vom Anime ist sehr weird. Also teilweise echt sehr, sehr komisch. Ich denke mal, da wurde teilweise dann ein bisschen knapp mit der Zeit zum Manga oder so. Okay, wir können hier jetzt eine Gamba starten, ne? Ich erinnere mich und muss sagen, es ist lore-relevant. Die Bienen sind lore-relevant? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Machen wir eine Gamba. Das hat sich halt in dem Moment so random angefühlt. So, einfach so, es kommen einfach scheiß Bienen. So, Chat, unser Ziel ist das gleiche, ne? Wieder der Lamp und dann Mega-Satan. Wenn es klappt mit Mega-Satan, ne? Ich gucke einfach kein One Piece, das ist am einfachsten. Es ist ja schon cool, aber manchmal ist das Pacing mancher Folgen echt sehr weird. Das ist manchmal echt weird. Auch wenn es sehr nice ist, es ist halt schon... Oh, Rematch. Okay, die sind aber andere Farbe. Die sind gefährlicher. Tod, 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 Leben. Okay, das war actually eine sehr gute erste Ebene, ne? Das war actually eine sehr gute erste Ebene. Und ich habe 40 Münzen dabei. Vielleicht können wir uns sogar ein teures Item kaufen. Im Devil Deal. Ich zweifle nicht daran, dass es eine gute Serie ist, aber das Commitment. Ja, ich meine, man kann das ja über Jahre jeden Tag irgendwie vielleicht beim Essen mal zwei Folgen oder so schauen und dann bist du irgendwann, wenn das Finale da ist, bist du langsam da auch angekommen. Oi, Leute. Oi, Leute. Mir fehlen 5 Münzen. Okay. Komm, vielleicht kriege ich jetzt aus meinem Nickel einen 5er raus. Ah, ich kriege gar nichts raus. Ja, Chat, was sagt ihr? Kein Messer, oder? Also Messer wäre ganz cool, aber... Also Messer ist an sich immer cool, aber ich habe Continuum, Chat. Und ich habe Splitshot. Und das wäre ja dann die... Also... Dann wäre ja alles, also das würde alles dann wegfallen. Ich habe keinen Splitshot mehr. Continuum bringt mir nichts mehr. Und mit dem Pact können wir vielleicht irgendwie weiter unsere Base aufbauen für einen coolen Run. Ja, yeah, ich habe dann halt 3 Messer wegen Triple Shot. Und das ist ja an sich stark. Aber alle Items, die ich in dieser Ebene bekommen habe, die cool sind, die wären ja komplett dann irrelevant mit dem Messer. Naja, Pact ist ja sogar verbilligt. Naja, Splitshot und Continuum. Und beide Items würden mir bei dem Messer gar nichts mehr bringen. Messer ist toll. Troll. Okay. Continuum doch noch, oder? Das Messer wird nicht so weit fliegen, dass es über die Map rausfliegt. Ich werde das Messer auch nie so weit aufladen, dass ich das durch die ganze Map schießen werde. Ja, ja, ich hol Pact und dann haben wir beim nächsten Mal nochmal genug Geld vielleicht für ein weiteres Item hier im Devil Deal oder sogar für einen Shop halt, ja. Ja, Messer ist an sich immer easy pick. Also Messer nimmt man ja immer. Messer immer geil. Weil Messer rein, Gedärme raus. Geil. Gewonnen. Ne? Aber ich will halt einen coolen Run haben. Und ich glaube, wir können vielleicht einen coolen Run haben, weil wir Continuum und Splitshot haben. Das ist eine Basis für vielleicht einen sehr interessanten, coolen Run. Und diese Basis würde ich mir halt mit den Messern kaputt machen. Dann wäre ich zwar stark, aber würde mir vielleicht einen coolen Run nehmen. Einen potenziellen coolen Run nehmen. Und ich meine... Oh mein Gott.
Und ich meine, Pact ist ja kein scheiß Item. Das ist ja auch ein starkes Item, ne? So ist es ja nicht. So ist es ja nicht! Oh, ich muss jetzt mit Amnesia einen Secret-Raum suchen. Wie willst du dann zu Mega-Satan kommen? Mit Sacrifice Room. Wenn ich einen bekomme. Sacrifice Room und ganz viel Geld. Das ist der Plan. Ui. Nein, die Münze. Ich vergesse immer die Münzen. Scheiße. Nimm mal in den Raum rein und Münze benutzen. Ja. Ja. Ich meine, Bomben sind okay, ne? Aber Moment, das ist so eine Bombe. Der ganz viel Geldteil gefällt mir. Ja, mir auch. Und hey Sven. Ich bin auch Fan von diesem Teil des Plans. Die Münze muss ich leider mitnehmen. Stresst mich. Stresst mich. Hasse es. Stresst mich. Item vergessen? Was für ein Item vergessen? Was? Boah. Ach so, einzusetzen, meinst du? Joa, das passiert mir ständig. Ach du... Kakerlaken, scheiße. Okay, cooler Humor, Streamer. Cooler Humor. Okay, das ist auch noch Geld. Jetzt brauchen wir nur einen Sacrifice Room. Also jetzt auf der Ebene jetzt mit Amnesia auf Sacrifice Room zu spielen, wäre schon ziemlich arschig. Aber ja, was soll's. Das ist auf jeden Fall eine Ebene, wo schon sehr viel Geld gedroppt ist. Aber ich glaube, wir haben keinen, ne? Ich wünschte, ich wäre du. Wegen meinem brillanten Humor. Ach du Scheiße. Der Keggy spielt Moggys Spiel. Ach so. Gehört das Moggy? Ich glaube, ich spiele schon genauso lange wie Moggy eigentlich. Seit Release. Moggy ist einfach Macmillan. Wenn, dann gehört das Spiel Holly. Holly sieht sogar aus wie Macmillan. Oh Junge. Ja, mit dem Splitshot ist ein bisschen hier gefährlich. Hast du noch Kontakt mit Moggy? Guckst du einen von uns beiden noch? Ich denke nicht, ne? Sonst würdest du ja die Frage nicht stellen, I guess. Hm, ja, machen wir den auch noch. Wow. Ich gucke beide gerne. Ja, dann musst du ja wissen, dass wir noch Kontakt haben. Wir sind auf demselben Minecraft-Server. So, ich glaube, es gibt keinen Sacrifice Room, ne? Wir können alle Münzen einsammeln.
Was sehr schade ist, ne? Weil es sehr viel Geld hier auf der Ebene. Jap, 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 jap. Hast du noch Kontakt zu Gronkh? Ich hatte letztens ein Spiel gespielt, wo seine Stimme vorkam. Das war mein letzter Kontakt zu ihm. Lock up! Ui! Welches? Irgendwas mit Light. Town of Light? Town of Light? Da war Pandoria die Synchronsprecherin von dem. Von der Protagonistin des Spiels. Und Gronkh hat im Outro da noch was eingesprochen. Gegronkt! Huri! Der ist in so vielen Spielen. Also ich weiß jetzt nur von Town of Light und Final Fantasy 15. Mehr weiß ich nicht. Die sitzen, also die Pandoria und Gronkh sind in dieser einen Stadt, wo Leviathan kommt, dies, das, wurden die als NPCs auf dem Boot platziert. Die sind dann irgendwo so quasi als Pärchen, sind die gerade so Touri-mäßig dort unterwegs oder so. Also du kannst auch mit denen nicht sprechen oder so. Die haben, ich weiß nicht mehr, ob die überhaupt Dialog haben oder so. Die sind einfach irgendwo im Hintergrund so im Wasser, auf einem Bötchen. So, okay. Lass zum Boss gehen, ne? 72% auf Devil Deal. Ich habe 43 Münzen. 44 Münzen? Okay. Let's go. Ich habe leider das Secret Room nicht gefunden. Vielleicht gehen wir gleich nochmal suchen. Ich habe eine Bombe noch. Defensives Item, I guess, nimmt man mit, ne? Kann nicht schaden. Spirit of the Night! Spirit of the Night! Spirit of the Night! Spirit of the Night! Let's go. Da war eine Münze noch, ne? Scheiße. Okay. Wir können auf jeden Fall jetzt durchs Fliegen die eine goldene Kiste holen. Und vielleicht noch Secret Raum irgendwo suchen. Also hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Hier unten vielleicht? Da wurde du! Da vielleicht in der Wand oder so? Nee, da kann er nicht sein, ne? Nee. Weil da grenzt ja dann auf der anderen Seite der schmale Raum an. Nee, da kann hier nicht sein. Boah, und Amnesia ist das so schwierig. Mit Amnesia ist das so schwierig. Ich muss mir im Gehirn eine Karte malen und ich kann das nicht, Chat. Ich bin nicht so der Dungeon-Crawler-Typ. Man könnte auch hier sein. Ich habe nie diese Spiele gespielt, wo man selber eine Karte malen muss. Doch eins. Aber da hat sich die Karte von alleine gemalt. Also habe ich kein Spiel gespielt, wo man selber eine Karte malen muss. Hier habe ich schon probiert. Ja, ich habe so ein Dungeon-Crawler-Spiel gespielt, was so typisch eigentlich eine Mechanik hätte, wo man eine Karte malen muss. Aber die haben es casual-freundlich gemacht. Hätte schon Odyssey. Nee, Sanky Sanky Zero.
Okay, also er wird dann wohl... Er muss dann ja wohl an dem Challenge-Raum anliegen, oder? Moment, was ist mit dem Raum? Ist das nicht Hentai Game vom Zero Escape Dude? Nee. Das, was du meinst, ist... Ich habe den Namen vergessen. Aber der eine Typ, der, wenn er horny wird, dass die Welt explodiert. Also ich würde sagen, entweder hier unten oder oben. Sanky Sanky Zero war von dem Typen, der Danganronpa gemacht hat. Schade. Das war so ein Spiel, wo die Charaktere alle aufwachen und wissen und sind irgendwie in einer dystopischen Zukunft, wissen nicht, wo die sind, wieso die da sind und leben ein Leben, in dem sie super schnell altern, dass sie innerhalb irgendwie von 7 Tagen ihr ganzes Leben quasi durchleben, aber dann wieder komplett neu geboren werden und wieder nur 7 Tage leben. Irgendwie sowas. Und dann hast du dann so Mechaniken auch damit verbunden, dass zum Beispiel irgendwie, wenn die noch jung sind und du mit denen in Dungeon gehst, dann sind die zwar irgendwie schwach, aber dafür noch ein bisschen, haben mehr Ausdauer oder so. Wenn die alt sind, haben die wenig Leben oder so und so ein Kram. Wenn die halt irgendwie erwachsen sind, dann haben die sehr viel, sehr gebalancete Stats und so ein Scheiß und da musst du mit denen die ganze Zeit in den Dungeon gehen und dann erfährst du die Story zu allen Charakteren und alle Charaktere sind irgendwie dort in dieser dystopischen Zukunft gelandet, weil sie irgendwie alle Selbstmord begangen haben und keine Ahnung, ich hab's nicht zu Ende gespielt. Nee, ist ganz, ganz weit weg von Sifu. Klingt weird. Ja, das Weirde an der ganzen Sache ist, dass da auch so ein bisschen Romance-Plot hier und da entsteht. Das Ding ist aber, dass sie ja teilweise in verschiedenen Zyklen unterwegs sind. Und dann ist während der eine gerade 60 Jahre alt ist, ist der andere gerade irgendwie 7. Ist halt Japan-Chat. Das ist... Oh, fuck, ich sammle Münzen. Ich bin dumm. Das ist halt Japan, ne? Das ist ein anderer Planet. Ja, natürlich rechtfertigt das nicht, aber... Ja, es wird halt akzeptiert. Es ist halt Japan. Das ist deren Humor. Niemand bleibt verschont. Humor, ja. Ist ja jetzt auch bei One Piece, ist es auch ein bisschen awkward, dass da so ein kleiner Junge ist, der so ein Samurai ist und der die ganze Zeit in Namis Brüste reinspringt und das geil findet. Und der ist fucking irgendwie 8 oder so. Ah, 7 ist er. Humor, Leute. Yes, Humor. Momonosuke, genau. Springt dann immer so in die Brüste von Nami rein und drückt sein Gesicht dann immer rein. Aber die findet das ganz süß. Mit 7 ist man noch unschuldig. Ja, das ist ja das Ding. Er ist ja nicht unschuldig. Er macht das ja, weil er es ja geil findet. Aber er ist fucking 7.
4. Und dann sind immer alle eifersüchtig. Und wollen es auch machen. Das ist die Reaktion anderer, ja. Dass die alle eifersüchtig sind. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern von der Story, aber dieser kleine Junge hat auf jeden Fall sehr viel Geld. Und es gab schon so ein paar kleine Jokes, dass Nami ihn das bewusst machen lässt, weil er so viel Geld hat. Bitte hör auf. Leute, das ist Anime. Wo ist denn mein Secret-Raum? Ich glaube, ich fange das wirklich nicht an. Ja, an sich ist es ganz cool. Das ist halt, du wirst halt in Anime wirst du halt nie um so einen Sexhumor drumherum kommen. Na, das ist halt so das Anime-Ding, ne? Das ist leider überall so damit verseucht. Da wirst du leider nie drumherum kommen. Ja, wir haben wieder kein Sacrifice Room, Leute. Stinkt. Stinkt sehr. Ja, klar, es gibt natürlich Anime, die haben das auch weniger oder nicht, aber das meiste hat halt schon das, weil das ist halt so der japanische Humor, genauso wie Anime-Games und so, den Humor hast du halt. Vor allem, wenn es darum geht, wenn es Anime sind, die halt für die junge Zielgruppe sind. Dann erst recht. Dann erst recht. Shonen, ja. Also in Shonen ist es immer ganz schlimm, in Seinen natürlich auch, ist es natürlich auch da. Und, aber ja, in Shonen ist immer ganz schlimm. Weil Shonen ist ja auf Teen-Jungs abgezielt. Und die sind halt natürlich alle horny und geil, ne? Seinen ist für auch auf Typen abgezielt, aber auf ältere Typen. Also 18 plus Erwachsene, junge Erwachsene. Shonen ist so für Teenies und Seinen ist so für junge Erwachsene. Ja. Gehen wir weiter, ne? Ace of Clubs, Ace of Hearts. Oh, The Sun. Hierophant. Judgment. Herzen. Ich habe jetzt alle Münzen weggeballert, ne? Ich kann ihm nichts mehr geben. Der Sun ist halt ein Full Heal. Wir können nochmal The World benutzen hier, bevor ich das Sun mitnehme. Dann holen wir uns den anderen Secret. Okay, der deckt den anderen Secret Doom gar nicht auf. Ja gut, dann nehmen wir den Sun und hauen ab. Wenn ich Ace of Clubs benutze, dann verwandelt das ja alle Karten in Bomben. Das würde auch die Sun-Karten mit verwandeln. Und das brauchen wir nicht. Ace of Clubs ist zu stark. Verwandelt das nicht einfach alle Pickups in Bomben? Alle Gegner auch? Ace of Clubs verwandelt Gegner in... Das wusste ich nicht.
Ja, aber bringt mir ja trotzdem nichts. Also ich würde ja trotzdem nur Sun-Card eigentlich mitnehmen. Ich könnte ja halt jetzt, ja, eine Bombe hier holen, okay. Hier so, und das war's. Auch Ace of Hearts macht das auch. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte immer nur Items. Ich habe die Karten auch immer halt nach den Kämpfen benutzt, nie halt in den Kämpfen. Aber krass. Das ist wirklich stark, ja. Das wusstest du nicht, aber das mit Nami und Momo schon. Ja, ich habe es ja gestern geschaut. Ich schaue mein Dress-Up-Darling zurzeit. Und das ist echt cute. Aber ja, es wird sehr offen damit umgegangen, dass die minderjährig sind und trotzdem sehr freizügig. Also das sind alles Drachen, okay? Die sind 5000 Jahre alt. Ich meine, wenn man halt so schon sein Leben lang Anime schaut, dann hat man sich irgendwie so ein bisschen natürlich dran gewöhnt. Es ist immer natürlich so weird, aber man hat sich mehr oder weniger so dran gewöhnt und man hat's, sag ich mal, akzeptiert. Aber ja, wenn man das irgendwie so Leuten versucht, irgendwie schmackhaft zu machen, die damit nichts zu tun haben, dann ist schon schwierig. Außer die sind halt selber fucking horny. Wow, ich hab den Chat geguckt. Ja, ist irgendwie weird, aber man ist's gewohnt und kennst halt. Irgendwann blendet man das aus, ja. Made in Abyss, 10 von 10 Anime, aber Junge, das sind echt insane unangenehme Szenen. Ist es das mit diesen Kindern, die in einem Waisenhaus leben? War das das? Nein? Was war denn der mit den Kindern im Waisenhaus? Das ist auch komplett unzensiert und dann habe ich einen anderen Ecchi-Anime geschaut. Freizügig, aber halt gottlos zensiert, gefühlt kein Screen ohne Zensur. Wild. Ach, du meinst jetzt dieser Anime, der mit Kindern ist, wo die alle halbnackt rumlaufen? Das ist ein Ecchi sogar? Die sind da, das wird sogar zensiert? Geile Anime schaust du da, Alter. Genau, Promised Neverland war das mit den Kindern im Waisenhaus. Der war cool. Der war cool. Ich glaube, Made in Abyss hatte ich auf Netflix, glaube ich, so ein Thumbnail davon gesehen, aber nicht geschaut. Was so einen irgendwie recht süßen Artstyle hatte, ne? Das habe ich, glaube ich, auf meiner Watchlist. Aber habe es noch nicht geschaut. Wow. Also ich habe jetzt zwei Items, ne? Das goldene, die goldene Dingens portet mich nur zum Goldraum, sonst nirgendwo, ne? Es hat keine zweite Mechanik, oder? Ich habe von einem anderen Anime gesprochen. Hast du gedacht, du meinst jetzt dieses Dressing Darling Ding, was du gerade erzählt hattest? Kein Plan, was der Goldene macht. Der portet mich jetzt zum Goldenen Raum. Aber ich dachte mir, wenn der Goldene Raum halt... schon erreicht wurde, dass die dich irgendwie vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit...
keine Ahnung, ein super Secret, Secret Raum portet oder so. Ach, das hat nichts mit Goldraum zu tun. Oh. Ich dachte, ich hab's halt auch nie mitgenommen. Aber ich dachte mir mal, okay, das ist halt Goldraum-Teleport. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so spannend, dass es mich in Räume portet, wo ich noch nicht war. Das heißt, wenn ich in allen Räumen war, dann bringt mir das Item gar nichts mehr. Dann ist es komplett useless. Sehe ich das richtig? Wir haben wieder kein Sacrifice Room? Man kommt zum Error-Raum? Hm. Also gar nicht so useless. Boah, Junge, die Bombe. Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt benutze, boom. Cool. Hier war ich noch nicht. Ich wünschte, ich wäre hier auch nie drin gewesen. Wenn du in allen Räumen warst, kommst du zum Deal. Und wenn du da auch schon warst... Ach, das portet mich sogar in den Deal? Hä, hey, dann ist ja die Fernbedienung eigentlich ganz geil, oder? Und ich meine, du musst natürlich, also die Prio ist Secret Raum, Super Secret Raum, Deal, Error Raum. Ne? Das ist die Prio. Wenn man natürlich alle normalen Räume schon durch hat, das meine ich. Geht die Isaac-Musik eigentlich mittlerweile nicht auf die Nerven? Nö, absolut nicht. Aber wir haben wieder keinen Sacrifice Room, ne? Aber ich habe auch auf der Ebene nicht so viele Münzen rumliegen, glaube ich. Hatte ich Shop schon gefunden? Na komm, wir nehmen alle Münzen mit. Hatte ich einen Shop gefunden? Doch, hier. Stimmt, da war das Podest-Ding drin. Ja, ist halt später dann in den späteren Ebenen wahrscheinlich eher schwierig, die goldene Fernbedienung dafür zu benutzen, dass man alle, dass man in die Deals kommt, ne? Da ist wahrscheinlich schon ein bisschen kniffliger. Weil da dann den Super Secret Raum zu finden, ist ein bisschen schwierig, ne? Hab ich alle Münzen mitgenommen? Ich hasse Amnesia, ey. Hey, Baby Cthulhu. Also ein bisschen mehr Speed wäre auch ganz cool, ne? Das wäre auch eigentlich ganz nett. Hey, ihr Verrückten. Oha, Chat, wir sind verrückt. Das wird ein 2-Stunden-Run. Ja, manchmal muss es halt sein, ne? Manchmal muss es sein. Wow. Nochmal fliegen, Chat. Jetzt weg.
Und jetzt bin ich im Secret-Raum. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte ein Fass behalten. Batterie? Wow, ein HP, aber Alter. Ach, das ist sogar der Super-Secret-Raum. Geil. Mirror Match. Einfach Miro. Miro Match. Was geht ab, Drifter? Gebe ich ihm Geld? Nee, wenn ich auf Devil Deal spiele, sollte ich das Geld sparen. Weil er gibt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eh ein HP ab. Und die anderen Items, die hier gibt, sind jetzt auch nicht so stark, ne? Ich glaube, den können wir ignorieren. Batterie im Shop. Wie geht's denn nach dem gestrigen Stream? Ich habe ihn noch nicht ganz erlebt. Ich habe ihn gar nicht erlebt. Ich habe mich noch gar nicht ganz erholt. Aber ich atme, das ist schon mal ganz gut. Nee, auch nicht. Im Sack. Doch, hier klar. Okay. Können noch den Sack kaufen. Vielleicht ist im Sack noch eine Batterie drin. Nee, wir sind noch nicht durch. Ich habe festgestellt, wir haben doch noch zwei Folgen mehr. Deshalb. Kommt nächste Woche Mittwoch das Finale. Ich habe falsch geschaut. Ich habe mich verlaufen, Chat. Wir haben bis ungefähr 12 gestreamt gestern. Und Renzer Senf, Dankeschön für 27 Monate. Konnte ich nicht streamen, Sadie. Mein PC war zu schlecht dafür. Also jetzt muss ich doch in den Devil Deal kommen. Oh. Ich habe das falsche Item aufgeladen. Ich habe ja zwei Items. Naja, was soll's? Aber starke Münze, ja. Wow. Das Game war zu. Ja, vielleicht war das Game auch nicht gut optimiert, aber ja. Ich konnte es auf jeden Fall nicht zum Laufen bringen. Also vernünftig jedenfalls. Ich konnte es starten, es ging, aber im Stream waren es irgendwie so 10 Frames. Ich meine, ich hätte die Stream-Quali runterstellen können. Dann hätte es vielleicht besser funktioniert, aber. So sehr gehypt war ich auf das Spiel jetzt auch nicht. Dass ich jetzt sogar meine Stream-Einstellungen verändere, nur damit ich das für eine Stunde streamen kann. ich hab schon refundet, ja. Ich hasse solche Räume, ich hasse solche Räume, ich hasse solche Räume. Ich krieg einfach keinen Sacrifice Room, ne, in dem Run. Normalerweise gefühlt in jeder Ebene gibt es einen Sacrifice Room. Wow. Und jetzt bisher keinen einzigen gehabt. Das Ding lädt sich aber auch auf, okay. So, da ist Mutti.
Mama. 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 Okay. Hier? Hier. Trash Game. Mama. Mama. Mein scheiß Penny funktioniert gerade auch gar nicht. Kommt kein Geld mehr raus. Alles gut, bei mir ist alles wundervoll. Die Broken. Nee, die Broken nehmen wir nicht mit, ne? Und das Batterieding ist bestimmt richtig geil. Ich glaube, das ist Sharp Charge. Nee, 9 Volt. Reduces the charge of any activated item by one. Any one charged item instead have time charges. Leute, let's go. Jetzt lädt sich mein Ding immer automatisch auf. Das ist ganz geilo. Gato Kupuchi, cara. Theoretisch unendlich Cash. Ja, wenn ich irgendwo einen Gegner stehen lasse und ihn nicht töte, wie zum Beispiel jetzt die Kacke da. Könnte ich jetzt so stehen und doch Geld eigentlich grinden. Diese scheiß Fliege. Okay, Secret Raum ist hier. Du dummes Drecksgame. Dann ist er hier. Du verschissenes Scheißgame. Ja, dann ist er hier, ne? Miro Match. So. Zu der goldenen Pferdbedienung zählt auch Boss, ne? Ich werde auch in den Bossraum geportet, ne? Ja, okay. Du, 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 du. Leute, wir haben schon wieder keinen Sacrifice Room. Ey, das Game. Das Game will mich doch verarschen. Warte, lass mal. Den hier machen. Mal kurz reinschauen, was in diesem Raum da drin ist. Grüne Spritze lohnt sich nicht so sehr, ne? Dafür, dass ich jetzt vielleicht hier sterbe. Ich meine, klar, ich könnte halt die Fernbedienung benutzen, aber dann porte ich mich vielleicht in den Zacki-Zacki-Raum oder in den Bossraum mit einer Münze. Nee. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, aber Suncut ist ja mein Notknopf, wenn was schief laufen sollte. Aber Chatty. In der Wurm gibt's immer noch einen Sacrifice Room, oder? Ja, stimmt, ich hätte die Full Card nehmen können. Ja, true, true. True, true. Kannst da drin doch erstmal ein paar Münzen aufladen lassen und farmen. Aber das Ding steigt doch nur, wenn gerade ein aktiver Kampf läuft, oder?
Als ob du das nicht weißt. Bist du nicht schon fünfmal Dead God? Einfach so geschockt. Okay. Kannst du mal hier drauf füßeln? Danke. Meint ihr, für Boss Rush reicht's? Ah, kein Boss Rush, Leute. Bestimmt ganz knapp, ne? Ja, 51 Minuten. Schade. Ich bin eine halbe Stunde zu spät. Ach komm! Ja, Kohle ist gut. Kohle ist gut. Auf jeden Fall besser als der Scheißkopf, aber... Ja, ich könnte jetzt theoretisch, Leute, die Fernbedienung benutzen. Ich hatte mal fünfmal Dead God. Gehe gerade den sechsten. Luminator, geht's dir gut? Wollen wir vielleicht über deine Probleme reden? Und Froscher, dankeschön für 52 Monate. Jesus ist nicht hier. Jesus ist tot. Oh Mann. Und hey, Musik. Naja, ich werde entweder in den Game-Raum geportet. Ich hätte den Game-Raum mitnehmen sollen. Ich bin so dumm, ne? Weil ich kann ja eine Batterie noch kaufen. Ich hätte in den Game-Raum gehen sollen. Weil jetzt werde ich vielleicht in den Game-Raum geportet. Weil mein Plan war, nach dem Boss mich wieder rauszuporten mit der Fernbedienung und vielleicht in den Super-Secret-Raum zu kommen. Aber ja, wenn ich mich jetzt rausporte, werde ich entweder im Game-Raum kommen oder im Zacki-Zacki-Raum. Am besten wäre es, ich lande im Zacki-Zacki-Raum. Ich lande im Super-Secret-Raum. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt absolut gar nicht gerechnet. Aber ist auch gut. Weil dann gehen wir jetzt in den Game-Raum. Battery Bagger. Ja, ich weiß nicht, ob ich meinem Geld geben soll. Also er könnte mir auf jeden Fall sehr hilfreiche Items geben. Wegen, ne, ich bin ja sehr abhängig von meinen Batterie-Items. Aber wenn ich Pech habe, muss ich ihm gleich halt 60 Münzen geben oder so. Und mit diesen 60 Münzen könnte ich aber auch einen richtig, richtig geilen Devil-Deal haben. Damit könnte ich auch richtig geile Devil-Deals haben. Also ihr meint wegen den Charges. Wo komme ich jetzt raus? Würde ich jetzt Devil Deal gehen? Ja, ne? Ich habe beide Secret-Räume. Ich habe alles gemacht. Also komme ich jetzt theoretisch im Deal raus. Devil Deal sollte, okay. Das heißt, ich gebe ihm jetzt 2 Münzen. Er gibt mir keinen Charge, Leute. Ich glaube, ich sollte lieber Batterie holen, oder? Ich war schon im Devil Deal, ich bin dumm. Das heißt, ich komme jetzt in den Error-Raum. Error-Raum will man, oder? Also, bei Error-Raum gibt es ja trotzdem noch einen Weg nach unten, ne? Weil ich will ja zu Womp. Ich kann ja trotzdem weitergehen. Nicht auf der Ebene? Wieso nicht? Was ist so schlimm auf dieser Ebene? Fühlst du dich wie ein Fehler? Ja, schon. Ja, ich hab schon Mom und ich hab schon Polaroid gesammelt. Alles gut.
Chat, er legt meinen Scheiß nicht auf. Ah, jetzt. Ich hätte mir auch die Batterie kaufen können, die ist günstiger als das, was ich hier mache. Ja, wow. Okay, kein Podest-Item. Leider, ne? Wow, noch ein Gürtel-Chat. Oder, Gürtel, ich wollte Rucksack sagen. Okay, bringt es was, den Boy hier zu sprengen? Münzen. Ja gut. Ja, viele Pickups auf jeden Fall mitbekommen. Immerhin Speed-Up, ja. Okay, wie sieht's aus auf dieser Ebene mit Sacrifice Room? Nein, scheiße. Ja. Also viel Geld auch aufzusparen fürs Ende wäre nicht verkehrt. Nicht verkehrt, ne, weil wir können ja dann in der Lamp-Ebene dann viele Items kaufen. Error-Raum manchmal super random. Ich hatte da mal 3 Items stehen, die nice waren. Okay. Gezielt reingelaufen. Autopilot. Sacrifice Room, bitte. 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 Ich will doch was. Ich will doch was opfern. Lass mich doch was opfern. Es kann doch nicht sein, dass ich einfach im ganzen Run keinen einzigen Sacrifice Room haben werde. Das ist doch illegal. Wir können uns gleich noch einen Raum aussuchen, wo ich... Also wenn ich einen Sacrifice Room hier habe, wäre es vielleicht gar nicht so bad, uns gleich einen Raum rauszusuchen, wo ich Münzen grinde. Wenn wir einen bekommen. Boss können wir theoretisch direkt schon machen, ne? Ey, ein HP ab, Leute! Mann, das habe ich genau gebraucht. Oh, liegen. Albring, boah. Also, Inkubus im Angebot? Ist an sich not bad. Aber ich krieg ja nicht so viel Damage. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Fistula ist halt geil und das Ding ist halt geil. Soll ich auch noch Inkubus mitnehmen, Chat? Ja, Dark Boom ist komplett raus. Also, wir nehmen auf jeden Fall das hier mit. Und das hier. Und ich meine, das kostet 7. Das ist nicht Inkubus? Oder wie, nicht Inkubus, aber wie heißt das Start-Item von Lilith, wo du theoretisch Inkubus bekommen kannst, wenn du genug Schaden bekommst. Das meine ich. Du bekommst auch Damage, aber nicht so viel. Wobei, wenn wir Sacrifice Room noch finden, Chat, und ich ja dort sowieso super viel Schaden bekommen will, wäre das wahrscheinlich auch gut, ne? Komm, nehmen wir mit. Okay. Ist das das, wo diese geile, dicke Fliege rauskommt? Aber ich glaube, die macht mir selbst Damage, ne? Ja, theoretisch könnte ich einfach irgendwo mich hinstellen
super viele Münzen dort grinden. Wie zum Beispiel jetzt hier, Chat. Okay, sind die schon tot? Nee, das Ding... Oh, nee, scheiße, Leute. Dass ich jetzt den hier mitgenommen habe, kann ich nicht mehr Geld grinden. Er wird die Gegner immer töten. Scheiße. Weil ich hatte gerade darüber überlegt, theoretisch kann ich mich ja in einen Raum stellen, ganz, ganz viele Münzen dort spawnen, dann mich die ganze Zeit hitten lassen, irgendwie so stacheln. Und wenn ich mich ja 15 Mal hitten lasse mit diesem roten Item, was ich da bekommen habe, spawne ich einen Random Familiar für immer, permanent. Und dann hätte ich die ganze Zeit 15 Münzen spawnen können, mich 15 Mal treffen lassen, mich wieder voll heilen, kriegt einen Familiar. Und könnte es theoretisch jetzt eine Stunde lang machen, würde ganz, ganz viele Familias haben und wäre vielleicht super stark. Aber dieser kleine Typ, der hier rumfliegt, der macht Damage. Der wird alle Gegner immer töten. Und wenn alle Gegner tot sind, dann kann ich keine Münzen mehr grinden. Alles geplant von Macmillan. Ja, die Sau. Ach, scheiß vergessen. Ich glaube, du kannst nur 4 haben, echt? Kann man nur... Gibt's ein Cap? Kann ich nicht unendlich Münzen spawnen? Range Down, nein. Range Down ist ganz schlecht. Junge, 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 Junge. Okay. Machen wir mal ein paar Münzen. Papa braucht neue Schuhe! Okay, schade. Das ging viel zu schnell. Nein. Ich habe noch Secret Raum noch nicht gefunden. Nee. Es gibt einen Pool aus 8 und man kann irgendwie bis zu 4 haben. Hm. Du meinst die Minions. Ich dachte, du redest darüber, dass ich nur 4 Münzen haben kann. Ja, aber 4 Minions wären schon auch geil. Vielleicht würde ich ja sogar... Scheiße, ich habe mich verklickt. Wird vielleicht sogar Inkubus bekommen. Und das wäre ja dann quasi Double, Double Shot, Double Damage, Double geil, Alter. Es gibt kein Sacrifice Room in Ba Sing Se. Okay, da ist noch ein Raum. Double Backshot. Es gibt kein Sacrifice Room, das gibt's doch nicht. Aber, also wir können immer noch Sacrifice Room haben, auch sogar in der allerletzten Ebene, oder? Wie viele Münzen habe ich? Ich könnte mich jetzt ein paar Mal damagen lassen, bevor ich die Münzen einsammle, ne? Warte, wir haben hier noch... Nein. Keine Münzen, Junge. Okay, dann lass uns mal bisschen Damage nehmen.
Boah, ich werde gleich so sterben, weil ich irgendwo reinlaufe, Leute. Lass uns mit dem Tod spielen. Wie viele Münzen habe ich denn noch? Jetzt sind auf jeden Fall noch ein paar. Könntest du in den Curse Room rein? Waren wir noch nicht drin? Tatsächlich. Können wir auch rein. Ja. Kurse-Raum. Und Kameon, Dankeschön für 48 Monate. Als ich das letzte Mal Isaac spielen gesehen habe, war das noch zu deiner YouTube-Zeit. Ich spiele hier seit jeden Donnerstag, Isaac. Wenn du Bock hast auf Isaac, jeden Donnerstag. Ich bin hier am Start. Ich habe keinen Bock auf Isaac. Doch, doch, hast du. Temperienze. Schon geile Geräusche eigentlich hier, ne? Schön schmatzig. Und Dark, dankeschön für 27 Monate. Kann jetzt eigentlich in dieses scheiß Minion kommen? Bin ich immer noch nicht bei 15 angekommen? Junge. Können wir auch versuchen, ja, ob das damit funktioniert? Nice. Nicht so nice. Leute, ich krieg kein Minion. Vielleicht funktioniert das gar nicht. Funktioniert das nur mit Gegnern vielleicht? Ich habe doch schon mehr als 15 Hits bekommen. Oh, Leute, da ist er, Leute. Ich habe zwei davon. Ja. Man muss sich einfach nur mal beschweren, genau. Ja, ich denke, wir hauen ab, ne? Einen kann ich noch reindrücken? Vielleicht ist es genau der letzte. Okay. Ja, lass abhauen. Ja, wir können den Teleporter noch benutzen, du hast recht. Aber bevor wir den benutzen, gucke ich mal nach Secret-Räumen. Super Secret Raum zu finden wird vielleicht ein bisschen knifflig. Aber den normalen sollten wir finden. Junge, der Run ist so lang. Hier ist er nicht. Hier links habe ich schon getestet, da ist er auch nicht. Kann auch gar nicht sein. Habe ich auch schon getestet, da ist er nicht. Wie sieht es hier links aus? Hier ist er vielleicht. Auch nicht. Zwei links von der Blutmaschine. Meinst du hier? Ich glaube, da habe ich schon mal probiert.
Ey, wie hartnäckig der gerade ist, dieser scheiß Secret-Raum. Da ist er. Okay. Ja. Ich hätte die Münzen auch behalten können, ne? 4 noch ein paar Blutspende-Dinger. So, finde ich auf die Schnelle den Super Secret-Raum? Wahrscheinlich nicht. Habe ich hier oben schon getestet? Hier? Yep, ich hab ihn. Okay, dann benutze ich jetzt der Gerät und dann kommen wir wieder im Error-Raum raus, ne? Ui. Navi! Hey, listen, Digga! Zwei Lucky Pennies! Yo, listen! Ah, den jagen wir auch noch in die Luft. Okay. Average Min-Max Experience. Ja, ich lasse mir echt viel Zeit in diesem Run. Zwei von Herzen. Ja, wir sammeln wieder ganz viele Münzen, I guess, ne? Einerseits wegen wieder 15 Mal sich selbst verletzen, mit der Hoffnung, dass man einen coolen Minion bekommt. Und andererseits natürlich, wenn wirklich ein Sacrifice Room kommt, da brauchen wir natürlich wieder viele Münzen. Deshalb, ja, wieder ganz viele Münzen sammeln, liegen lassen. Ah, ich bin so gigaschlecht. Aber ist nicht schlimm. Damage zu bekommen, ist gut. Dieb. Fehler machen gehört dazu. Für einen Schlüssel. Okay. Und eine Aufladung, I guess. Junge, diese zwei dicken Dinger, die da rumfliegen. Neuer Twitter-Status, genau. Damage bekommen gehört dazu. Don't avoid the damage. Chat, jetzt wird's deep, Chat. Don't avoid the damage. Calculate the damage. So. Ich kann nicht rechnen, Dummbatz. Das tätowiere ich mir. Because in life you can't control wann is damage incoming and wann not. Deshalb you don't control damage, you don't avoid damage, you calculate damage. In Germany, we call it Puffer aufbauen. Ui. 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 Aus Versehen in den nächsten Raum gelaufen. Wo ist mein Sacrifice Room? Das kann doch nicht sein. Schlüsselmann und eine Temperance Maschine, da können wir wieder uns die 15 Damage sammeln, wenn ich kein Sacrifice Room finde.
Hat goldenen Schlüssel für den Schlüsselmann, oder? Funktioniert das? I guess wir machen direkt den Boss, ne? Beise! Ja, Mutter, ich bin noch da. Ui, ne Laser gelaufen. Kein Devil-Deal-Raum. Wenn wir die zwei anderen Räume fertig haben und ich dann die Fernbedienung benutze, dann kommen wir in den Devil-Deal-Raum. Boah, ich mag die Fernbedienung. Ich sollte die auf jeden Fall öfters mitnehmen. Die ist gar nicht so bad, wie ich dachte. Scheiße, ich habe vergessen, Münze zu benutzen. Cool, random Spritze. Hätte ich die grüne mitgenommen, hätten wir jetzt zwei. Schon fast eine Spritzentransformation. Passt zu deinen ewigen Slowen Runs. Hey, was soll das? Ich mach's nämlich mit Absicht, okay? Ah, wir kommen vorher in den anderen Scheißraum. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen damagen lassen, damit wir in diesen Scheißraum reinkommen. Damit er auch markiert wird. Naja, schon wieder kein Sacrifice Room. Ich verdiene einfach kein Sacrifice Room. Jetzt nur nicht dabei sterben jetzt hier. Ich mach den hier, dann mach ich den hier, dann nehme ich das hier. Gucken wir mal, was da drin ist. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Die Jungs machen alles alleine. Speeddown. Luck up. Nein, nein. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Okay, Chat, Brimstone. I guess wir haben gewonnen, ne? Brimstone mit Triple Shot, mit Continuum, mit Kohle und mit Split Shot. Und jetzt auch noch Leviathan. Wow, let's go! Jetzt nur nicht sterben. Jetzt wird's spicy. So, dann gehe ich mich noch mal ein paar Mal damagen. Bei der Temperanzmaschine. Temperanz! mit der Hoffnung, dass ich vielleicht noch einen Inkubus bekomme. Ey, Mann, wir brauchen unbedingt noch einen fucking Sacrifice Room. So, jetzt mal kurz testen. Nimmt der Schlüssel weg? Ja, doch, er nimmt trotzdem die weg. Auch mit goldenem Schlüssel. Hast du Twisted Pear schon frei? Weiß nicht mehr, woher man die bekommt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe einen Turret bekommen. Auto-Turret. Wir haben ein neues Minion bekommen. Neues Minion, Digga. Schaffe ich noch 15 Mal Damage zu bekommen auf der Ebene? Bestimmt, oder? Und wenn nicht, dann für die nächste Ebene halt, ne? Schon mal mitkalkulieren. Was ist Twisted Pear? Was macht das? Vielleicht, also vielleicht habe ich das schon. Ich kenne aber den Namen nicht.
So eine geile Maschine. Wie lange geht der Run schon? Stunde 20. Und ich bin noch nicht mal... Ich bin noch in der fucking The Bomb nach Stunde 20. Komm schon, gib mir eine Münze. Danke. Okay. Ist das die Portable-Dings oder ist das ein HP-Up? Portable wäre ganz nett. Nee. Doch, das ist die Portable. Die kann ich ja jetzt unterwegs benutzen. Da muss ich nicht immer zurücklaufen. Mir gefällt das Chat. Ich mag den Run. Ich sehe ihn gleich einmal zu viel drücken. Ja, ich denke auch schon die ganze Zeit dran, dass das gleich aus Versehen passieren wird. Luck Penny? Luck Schuh? Ja, ich mag es, wenn kleine Jungs sich wehtun. Drück zweimal schnell. Nein. Ich hab Dark Boom bekommen. Scam. So, ich habe jetzt 3 Minions bekommen, ne? Es hieß ja, man kann 4 Stück haben. Ja, der ist leider useless, ne? Aber hey, was willst du machen? So, was sagt ihr, Chat? Nehmen wir wieder den Teleporter mit? Oder nehmen wir die Bloodbank mit? Also ich meine, wenn wir eh nur noch ein Minion haben können, dann brauchen wir die Bloodbank, glaube ich nicht, oder? Weil diese 15 Damage, von denen ich bereits schon einige wieder reingeholt habe, gerade in dieser Ebene, werde ich ja in dem nächsten Run durch irgendwelche Feuer oder Stacheln schon hinkriegen, ne? Wir machen den hier noch leer. Da hat aber jemand Selbstvertrauen, ja. Braucht man im Leben, wa? Gulp. Okay, ich habe meinen Pilz verschluckt. Es gibt doch mal was, Diggi. Boah, was ein gieriger Typ. Guckt ihn euch an, wie er guckt. Guckt euch an, wie er guckt. Ja, hast du verdient. Hast du verdient, du miese Sau. Safe Schwabe! Sind Schwaben dafür bekannt, gierig zu sein? Oder gucken Schwaben immer so? Ach Moment, die letzten 2 Minions, da braucht man 30 Schaden. Das zählt nur für die ersten beiden 15 und lass uns 30. Ja, Curse of the Lost ist ziemlich lost, Digga, aber was soll wir machen, ne? Was sollen wir machen, Alter?
Ja, ich krieg keine Münzen raus. Wow, Steam Sale, Leute. Da machst du nix. Zählt Steam Sale auch für den Devil Deal? Wobei, wir können keinen Devil Deal mehr haben. Außer mit dem Teleporter. Aber den Teleporter jetzt hier auf dieser Ebene zu benutzen, um in den Devil Deal zu kommen, wird schwierig. Weil, Curse of the Lost, ich muss ja irgendwie die Secret-Räume finden. Wobei, mit der Fliege finden wir ja ganz easy die Secret-Räume. Das sollte ja kein Problem sein. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, Navi regelt. Schnulli! Da ist der erste. Okay, Grüße. Chat, mache ich mir jetzt ein Lasagne warm und später dann nichts mehr zu essen zu haben oder warte ich noch 2 Stunden? Gönn dir jetzt. Später kannst du später ein Brot schmieren. Ist auch geil. Oder du wartest ja noch bis Frank Rosin und dann kannst du beim Rosinen. Weil bei Rosinen bekommst du wieder Hunger. Nein, 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 nein. Ich habe die Fliegen nicht in der Ecke gesehen. Bei Rosinen bekommst du wieder Hunger. Vielleicht haben wir sogar heute eine Lasagne-Folge. Scheiße, uns eingesammelt. Lasagne muss ins Bingo. Speed down, stark. Ich hoffe, einer von euch achtet auf die Fliege. Ich nämlich nicht. Ja, komm, ich mach die Steine weg. Justice. Ich habe auf jeden Fall ein paar Steine, mit denen ich mir Schaden zufügen konnte. Für letztes Minion. Experimental Pill. Shots, boah, das wäre jetzt echt gefährlich, wenn das jetzt ein HP-Down wäre, ne? Das wäre echt schmackofatzig. Da. So, ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in allen Räumen schon waren. Also klar, Boss noch, ne? Müssen noch Boss machen. Ich glaube, hier oben war ich nicht, oder? Ne, auch schon. Boss müssen wir noch machen. Hier war ich noch. Doch, da war ich auch drin. Boss müssen wir noch machen. Und dann hoffentlich habe ich alle Räume. Aber wenn ich alle Räume habe, dann heißt... Das heißt... Wir haben wieder keinen Sacrifice Room, Leute. Navi zeigt, glaube ich, auch Crawl Spaces, ja. Boah, das kann doch nicht sein, dass ich wieder keinen Sacrifice Room finde. Gibt es in der letzten Ebene einen Sacrifice Room Chat?
glaub nicht. Das heißt, es ist wieder einer dieser Runs, wo ich wieder auf den Dead Ski hoffen muss. Ich habe eins in Isaac gelernt. Wenn du Sacrifice Rooms brauchst, kommen keine. Ja, ich spiele nie auf Sacrifice Rooms. Wenn ich halt Devil Deal habe, wenn ich Dingens haben will, den Schlüssel haben will, dann gehe ich immer Angel Deal. Aber mit Keeper ist das halt nicht ganz geil, auf Sacrifice Rooms zu spielen, ne? Deshalb dachte ich mir, hey, brauchen wir nicht, Angel Deal. Tja, und jetzt kriege ich keinen einzigen. So, jetzt könnten wir einen Devil Deal uns porten. Jetzt können wir einen Devil Deal. Oh, mit dem Teleporter zu Mega-Satan? Geht das? Also... an sich, ne? Money's Power ist nicht bad. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich in der nächsten Ebene sehr viel Money verbrauchen, ne? Aber ja, ist ja halt 7. Nimmt man mit, ne? Ist halt, auch wenn es am Ende nur ein bisschen Damage Up ist. Damage Up ist Damage Up, ne? Hey Leo, was geht ab? Pollen haben mich getötet, ich schlafe nebenbei, oh no. Okay. Irgendjemand meinte, es gab einen Bagger hier auf der Ebene. Gab es einen Bagger oder bin ich dumm? Hat er recht gehabt oder? Weil dann. Oh fuck. Dann können wir beim Bagger die ganzen. Den ganzen Damage holen. Es gab einen Bagger. Aber wo? Also nicht den meine ich, ne? Der mir Schaden macht. Hier, okay. Eins. Zwei. Vorsichtig. Ich habe keine Karte. Vorsichtig. Immer stehen bleiben, wenn ich in den Raum komme. Nicht rennen. Vorsichtig. Ja, ich habe kein, also ich habe genug Quellen, wo ich Damage bekommen kann. Aber bei ihm ist es ja smart, Damage zu nehmen, weil der kann mir ein cooles Item vielleicht geben. Vorsichtig. Im Flur wird nicht gerannt. Genau. So, bevor ich die 2 Münzen ausgebe, gucke ich schon mal, wo die nächsten Münzen sind. Okay, hier. Sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig! Der Bruder gibt aber auch gar nichts, ne? Nicht mal eine Münze oder so. Hey, ich glaube, der ist Schwabe.
shot speed up. Ich sag's dir, alle geizig hier. Ja, hatten wir eine Batterie auf der Ebene oder wieso? Erwähnst du eine Batterie? Oh mein Gott. Dankeschön, ich wurde gerade geheilt. Du hast mich einfach mit dieser Spende geheilt. Dankeschön. Ach, du meinst von dem Typen eine Batterie bekommen? Von dem hier. Kann der Batterien droppen? Wir sind gleich durch, Chat. Wir haben es gleich. Das ist echt gut, das ist echt gut. Mit 5 Luck. Aber ich habe immer noch kein Minion bekommen, ne? Kann der echt Batterien geben? Restock. Ist das... Kann ich damit gleich unendlich Devil Deal Items kaufen? Okay. Eins. Ich muss doch schon bei 30 Damage angekommen sein. Ist der nicht da? Moment, Chat, ich hab doch schon alle 4. Auto-Turret, Dark Boom. Nee. Nee, nee. Der eine fliegende habe ich ja umsonst bekommen. Gibt's irgendwelche Minions, die unsichtbar sind und nur im Kampf auftauchen? Vielleicht habe ich einen? Hier ist noch einer. Dead Bird. Ich glaube, ich habe nichts mehr, oder? Junge, dieser Run! Kann sein, dass ich noch in dieser Richtung Münzen habe. Hier ist noch eine Münze. Hier ist noch eine Münze. Ich kann mich ja mit Bomben damagen, ne? Ja, der ist der Inkubus! Haha! Inkubus! Double Damage! Brrr! Haha! Hat sich gelohnt! Oh, Leute, und ich kann nicht zu Mega-Satan! Aber... Vielleicht haben wir Glück und ich kriege ein Portal für Delirium. Ich bin wach, sorry. Und Arki auch noch, okay, chill. Der Inkubus ist kein Double Damage mehr, wieso? Oh, er startet jetzt mit einem Key. So, kann ich jetzt hier unendlich Items kaufen, Chat? Eine Backstep können wir mitnehmen? Nee, okay, Restock zählt hierfür nicht. 0,75 von deinem Damage, ja, ist auch gut. Ist auch gut.
Ist auch gut. Ja, jetzt müssen wir halt hoffen, ne? Dass ich Dead's Key wieder bekomme. So, Sacrifice Room gibt's hier nicht mehr, ne? Ich kann alle Münzen ruhig mitnehmen, Chat, oder? Nein. Okay. Hat jetzt jemand schon eigentlich nachgeschaut wegen, ob ich zum Mega-Satan reinkomme mit der Fernbedienung? Double Shot, holy shit. Und ich kann nicht zum Mega-Satan, Leute. I cry in my sleep tonight. Auf der Seite steht das irgendwie nicht, glaube ich. Ich meine, es ist ja immer noch ein geschaffter Run, wenn ich... Chocolate Milk? Noch ein Bagger? Wenn ich gleich den The Lamp besiege, dann ist ja immer noch ein geschaffter Run. Ich habe immer noch 2 neue Items dadurch freigeschaltet. Aber ja. Ist halt ärgerlich, weil ich diesen Weg dann, wenn ich jetzt Mega-Satan bekommen würde, dann müsste ich halt diesen Weg nie wieder laufen. Chocolate Milk müsste stark sein mit Brimstone. Das macht auf einmal Boom. Google sagt nein. Hm. Ey, das ist so ein starker Run und wir können einfach nicht zum Mega-Satan. Ah, wir können aber Delirium. Verschwindet das Portal-Chat? Wenn ich rausgehe? Bleibt, okay. Weil wir sind noch nicht fertig mit der Ebene. Vielleicht finde ich noch Dead's Key. Oder Arki. Geht ab, Nico. Psyfly! Bitte gib mir Arki! Bitte gib mir... Netski, irgendwas, bitte! Hm. Camouflage, I guess. Das ist so ein Overkill. Der D4! Die 6 meine ich. Bei den Knochen bin ich nicht sicher. Replace all red hearts with 6 empty bones. Ja. Ich habe keine roten Herzen. Ja, ich hätte auch liegen lassen, theoretisch für Reroll.
Aber wir können, die Batterie zu Delirium mitnehmen. Und dort vielleicht ein R-Key oder Dead's Key oder so bekommen. R-Key, Dead's Key, irgendein Key, bitte. Oh, das nicht rerollen. Bitte nicht den Fehler machen, dass ich gleich aus Versehen wegrolle. Wenn ich die drei Start-Items reroll, da kommen ja nur Devil Deals. Und bei den Devil Deals gibt es kein R-Key und kein Dead's Key. Aber hier schon. Da kommen keine Devil Deal Items? Sicher? Ja, wir sind fertig, ne? Da oben ist noch eine Batterie. Kommst du in den Angel Room, wenn du im Devil schon warst mit dem Teleporter? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinkommen würde, wenn ich den Teleporter benutze. Aber um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen skeptisch und habe ein bisschen Angst, den Teleporter zu benutzen. Weil ich könnte jetzt easy zum Delirium gehen. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie im Errorraum hinkomme oder so und dann nicht mehr weiterkomme. Das wäre schon bitter. Ludovico. Nee, Ludovico ist für Delirium nicht so geil, ne? Ja, das ist interesting, aber ich glaube, für Delirium ist es echt nicht geil. Was ich gerade habe, ist für Delirium richtig geil. Wenn ich das hier nehme, dann wird's schwierig. Ja, I guess. Kein Mega-Satan für mich, ne? Aber Delirium. Ja, ich hätte es auch gerne gesehen, aber ich muss safe spielen. Für die Believer, für mich. Du kannst ruhig den Teleporter testen. Du kommst nicht in Errorraum, sondern die Satan-Tür aufsprengen. Bei so einem Bait bestimmt, oder? Wenn man irgendwie die Satan-Raum-Tür sprengt, dann stirbt man instant oder so. Ich probiere es nicht. Was für ein Believer, denk doch mal an dich, ne? Irgendwo anders, wo du schon warst. Ja, dann bräuchst du das recht nicht. Ehrlich gesagt, vielleicht die Münzen noch mitnehmen, ne? Power gleich Money, Money gleich Power. Du bekommst dann Mega Brimstone. Ich glaube, du lügst mich an. War nicht auf der Ebene das Trinket, mit der du die Tür aufsprengen kannst? Nee. Das gibt's nicht. Hab gehört, über ein Bett im Nether kommt man zu Mega-Satan. Ah. Mach mal. Noch ist Arki drin. Im Void können wir noch einen bekommen. Habe ich gerade gemacht, jetzt bin ich bei Mega-Satan. Fuck! Ja, ist schon zu spät. Aber gut, ich habe auch kein Bett dabei gehabt. Hier kann auch kein Sacrifice-Room mehr kommen, ne? Aber hier kann Gulp Penny kommen.
Wofür wollen wir den Arki gerade haben? Damit ich den Run nochmal machen kann und dann halt schwierige Objectives schaffen kann. Wie zum Beispiel Megasatan. Den ich eigentlich geplant hatte. Ich kann alle Münzen mitnehmen. Es gibt kein Sacrifice-Shit. Achso, ja, du wusstest nicht, was Arki ist. Ja, mit Arki startest du den Run neu. Ist quasi New Game Plus. Behältst alle deine Items. Gibt es sowas wie den längsten Isaac-Run? Ja, ich meine, du kannst stehen bleiben und dein PC 48 Stunden laufen lassen. Dann hast du auf jeden Fall den längsten. Könnt ihr. Also Delirium zu schaffen ist eigentlich auch sehr, sehr gut. Also wenn ich jetzt, also das, was mich am meisten abfuckt, ist halt natürlich, dass ich jetzt diese Richtung, Richtung Chest und Richtung Lamp nochmal gehen muss, obwohl ich das hätte jetzt eigentlich ab hier jetzt nie wieder machen müssen. Das ist halt, was mich abfuckt, ne? Biu, biu, biu. Biu, 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 biu. Kann er einen goldenen Schlüssel fressen? Nee. The Lovers? Okay. Damage up. Ja, ich denke mal, ich sammle die Münzen alle ein, bis ich 99 habe. Und den Rest kann ich ja liegen lassen. Für... Ich habe den Würfel aus Versehen benutzt. Und den Rest lasse ich liegen für potenzielle Heilung, ne? Was ist Rules Card Chat? Was macht die? Ich habe meine Sun Card irgendwo vergessen. Zeig dir einen Tipp. Rules Card. Boah. So, vier Münzen noch, drei Münzen noch. Glücklicher Penny im Dreierraum. So, hier ist meine Sun Card. Eine Münze noch. So, wir sind voll. 99 Münzen.
Jetzt die Pockets. Ich weiß nicht, ob ich das freigeschaltet habe. Haben wir ja noch nie gehabt in meinen Runs hier. Also, I guess, noch nie freigeschaltet, oder? Oder ich habe wirklich so viel Pech bisher gehabt. Ups. Jetzt Kapitalismus. Ja, das ist ja quasi die Pockets, ne? Hast du das nicht letzte Woche freigeschaltet? Stimmt. True. Habe ich, ja. Wisst ihr, Chat? Ich befinde mich gerade in einer echt miesen Lage. Okay, weg. Heute ist ja Donnerstag, ne? Donnerstag ist ja immer mein Buddy-Tag mit... Oh! Wo ich mit... Hä, war das nicht Tinted Rock? Okay. Wo ich immer mit Deschke und mit Maeve Videospiele spiele. Okay. Ah, hier ist ein normaler Boss. Sharp Luck rerollen wir. Okay. Waren das Scheidungspapiere oder war das Bad Peach die? Die haben beide Schluss gemacht. Nee, das Ding ist... Deschke kann heute nicht. Und, Maeve und ich wollten dann heute was alleine machen. Ne? Und die beiden Pimmel machen sich immer darüber lustig, dass ich mit Maeve nicht alleine kann, weil ich mich nicht traue, alleine mit ihm zu sein. Die machen sich immer darüber lustig, ne? So. Weil ich angeblich das nicht machen kann, obwohl es eine scheiß Lüge ist. So, wieso sollte ich Angst haben, so, ne? Das Ding ist aber, ich kriege gerade massive Kopfschmerzen. Und wenn ich jetzt heute Abend dann feststelle, okay, mir geht's gerade so scheiße, und dann absage, dann bestätige ich deren Jokes, ne? Und dann sagen die, ja, ja, ja. Ja, ich gebe denen halt nur extra Feuer. Willst du gerade sagen, dass Maeve dir... Nein, das liegt ja nicht an Maeve. Aber ich habe schon sehr lange keine Kopfschmerzen gehabt. Und heute ist mal wieder so ein Tag. Ja, ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt. I don't know. Was ist, wenn einer von uns so tut, als wäre er Keggy und du rüst dich aus? Ach so. Zeig mal anhand einer Nachricht, dass du Keggy bist. So als Test, ob ich dich verkaufen kann. Was für Pimmel, was für Schwanz. Hallo, ich bin Keggy. Das ist schon mal gut. Schickt eure Keggy-Impression. Full health, speed down. Full health, range down, range down. Ich bin Keggy und lache, wenn andere weinen. Halt die Schnauze. Hallöchen Leute, willkommen in einer neuen Runde Super Mega Random Flash Games. Nein, das bin ich auch nicht.
Warum sind hier so viele Keggies im Chat? Ich bin kein Nintendo-Hater. Ich bin nur nicht allzu großer Fan von der Switch. Ich hätte vielleicht die Scheidungspapiere nicht mitnehmen sollen, ne? Sondern die behalten sollen zum Rerollen, ne? Wir können einfach AI trainieren. 3 Videos sollten reichen. Hast ja nicht so viele Jokes, Arschloch. Ich bestehe nicht nur aus Jokes, okay? Ich kann auch normal reden. So wie ich die meiste Zeit das auch mache. Stille, ich konzentriere mich gerade, okay? Eine gelbe Spritze, nee, ich habe Angst, dass dein HP down ist. Nee. Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Keggy und heute haben wir wieder ein krasses Video für euch am Start. Wir sind zurück in Valorant und ich kann euch sagen, das wird episch. Aber bevor wir loslegen, vergesst nicht, den Like-Button zu smashen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuknacken, damit ihr keine meiner krassen Aktionen verpasst. Jetzt aber genug gequatscht, lasst uns direkt in den Clip reinhauen und sehen, was wir heute alles erleben. Viel Spaß, Leute! Okay. Das kam ziemlich nah dran, ne? Kann der Pimmelberger mir irgendwie eine Batterie geben oder so? Was sagt die Chat? Wo ist Delirium? Was sagt ihr, wo ist Delirium, Chat? Unten rechts. Ich sag unten links. Oben. Links oder rechts unten, ist er sicher. Wieso kann er nicht oben rechts sein? Ist nicht oben rechts auch safe? Ne, unten rechts kann er nicht sein. Der Raum ist doch zu klein. Also unten rechts kann er doch nicht sein, weil er würde doch direkt... Also der Raum... Ne, der Raum ist 3x3, ne? Der ist 3x3, ne? Der ist 2x2, nicht 3x3? Der ist doch größer als 2x2. Ja, dann kann er ja überall sein, wenn er 2x2 ist und nicht 3x3. Ach, ist das so? Er ist am weitesten von allen Bossen weg. Die Regel kenne ich nicht. Safe ist unten links. Ich wollte jetzt unten links gehen, weil da für mich am ehesten ist, dass er dort nicht ist.
Hab ihn. Scheiße. Ich bin noch nicht bereit. Ich hab fucking Psyfly. Ganz vergessen. Ich bin ja sowas von bereit. Der Damage war schon krass, ja. Och Mann, Leute! Kein Mega-Satan. Hä, hier kommt eine Kiste? Ist nicht nach Delirium Instant Schluss? Hä? Kommt doch nicht direkt nochmal eine Cutscene? Ja, dann kann ich ja nochmal zurückgehen und rerollen. Ja, die werden bestimmt jetzt einen Arki haben. You feel itchy, bitchy, bitchy, nitchy. Junge, wie lange geht der Run? 2 Stunden! Ich will seit 50 Minuten essen. Ja, wir sind jetzt fertig. Der Run ist beendet. Wir machen noch den einen Boss da One-Hit. Der droppt uns keinen Arki. Und dann weinen wir. Und du kannst essen gehen. Schade, dass ich ihn so spät bekomme. Aber es ist auf jeden Fall ein Key. Es ist auf jeden Fall ein Key. Ja, schade, Leute. Kein Mega-Satan. Ey, das wäre echt geil, hätte ich noch Mega-Satan bekommen, ne? Auch keine Batterien mehr, gar nichts, ne? Sedgemo! Kann der Beggar mir Batterien geben, Chat? Der rote Beggar, kann er mir Batterien geben? Oder ein Batterie-Item ist in seinem Pool ein Batterie-Item drin? Wenn er eine Truhe droppt. Wollte ich mir das jetzt wirklich noch antun? Ne, ich meine schon den Bagger eigentlich. Die Milch heilt mich. Oh, ja, zu spät. Ja, komm, wir gehen einfach, Leute. Der wird mir keine Batterie geben.
Ja, droppt nur rote Truhen und die können doch nur keine Batterien droppen, oder? Nicht mit dieser Einstellung. Du willst einfach nur, dass ich aus Versehen noch irgendwo reinlaufe und sterbe. Wann 3-Stunden-Run? Also hätte ich jetzt noch Dead Ski bekommen, dann wären wir vielleicht Richtung 3 Stunden gegangen. Ja, das war ein Abenteuer. Nee, ist kein enttäuschender Run. Delirium ist ein sehr guter, sehr gutes Mark, das zu erreichen. Das ist schon sehr gut. Aber natürlich hätte mehr sein können. Das kann aber auch nicht sein, ey. Dieser dumme Run. Ich habe keinen einzigen Sacrifice Room gehabt. Im ganzen Run! Crooked Penny. Nicht mal ein geiles Unlock, oder? Das Unlock ist richtig scheiße, oder?